Hallo, ich bin Jutta aus der Grafschaft Bentheim und ich backe heute für euch ein Müslibrot. Jetzt kommt ja wieder die Herbstzeit und gerade jetzt schmeckt so ein dunkles, eigentlich auch ganz gesundes Brot mit viel Vollkornmehl. Und dafür brauche ich jetzt als erstes nehme ich mir Buttermilch und verrühre das mit dem Sirup. Als nächstes fette ich mir die Form ein. Ich nehme dafür eine Königskuchenform. Das passt nachher genau von der Größe. Das Ganze mit ein bisschen Öl einpinseln und dann mit Haferflocken ausstreuen. Haferflocken so ein bisschen verteilen, auch am Rand, damit sich das Brot nachher besser aus der Form löst. Jetzt nehme ich mir das Mehl. Roggenvollkornmehl dazu. Roggenschrot, in diesem Fall habe ich ziemlich grobes. Es gibt auch ein bisschen feineres Roggenschrot. Da kann man also nehmen, was man will. Dazu noch 50 Gramm Haferflocken. Auch hier kann man entweder feine nehmen oder man nimmt kernige. Nüsse. In diesem Fall habe ich Haselnüsse und Walnüsse. Die Walnüsse sind so ein bisschen kaputt gedrückt. Und dazu noch Cashewkerne. Dann ein Mix von verschiedenen Kernen. Ich habe hier Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne. Auch da ist man variabel in den Möglichkeiten. Dann einen Teelöffel Salz. Getrocknetes Backobst. Ich habe hier Backpflaumen und Aprikosen, so ein bisschen klein geschnitten. Dann kommt dazu als Backmittel 1,5 Löffel Natron. Und ungefähr 1,5 Löffel Backpulver. Das Ganze wird jetzt mit der Buttermilch verrührt. Das Ganze so lange verrühren, dass sich alles gut vermengt hat. Das gibt dann so etwas eine dunklere Farbe, das kommt von dem Sirup. Aber nachher als Brot sieht das ganz toll aus. Jetzt füllen wir das Ganze um in die Form. Von oben schön glatt streichen. Jetzt sieht das so aus und jetzt kommt das für 45 Minuten bei 200 Grad in den Backofen bei Ober- und Unterhitze. So, ich habe das Brot jetzt aus dem Backofen geholt. Man schneidet das jetzt einmal an den Seiten frei, damit man das stürzen kann. Und gucke da, schon ist es da. Einmal umdrehen. Und das muss jetzt ordentlich auskühlen und dann kann man das anschneiden. Damit ihr das auch von innen sehen könnt, habe ich gestern schon mal eins vorgebacken. Das ist jetzt etwas dunkler, aber ansonsten ist es in der Zusammensetzung genauso wie das. Ich schneide das jetzt einmal kurz an. Und da sieht man, dass das ganz tolle Scheiben gibt mit den ganzen Nüssen. Sieht das einfach herrlich aus. Die Aprikosen, die bringen noch ein bisschen Farbe in das Brot und schmecken tut's auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.